enttäuschte Gesichter bei den Herthanern. Und Zweitligist Aue hatte das Spiel als Wettkampf gesehen. Falco Götz, der beurteilte das Ganze so. War eine ordentliche Leistung, ordentlicher Test, der nicht überzubewerten ist. Ich denke, es ist so gekommen, wie wir es wollten, dass sowohl bei Hertha als auch bei uns einige Spieler Spielpraxis bekommen haben auf hohem Niveau. Und gerade weil wir in der Länderspielpause sind, ist das, denke ich, sehr, sehr wichtig für uns. Und von daher, ich bin mit dem Test zufrieden. Und wenn dabei auch noch ein gutes Ergebnis rausspringt, dann ist das gut für das Selbstvertrauen der Spieler. Ihr seid gut gestartet in die neue Saison, habt aber dann, gibt es Rückschläge, sehr viele, oder wie steckt man so einen Rückschlag weg? Naja gut, wir haben sicherlich sehr gut angefangen, wir haben ein bisschen Polster gehabt, ich denke auch gegen Cottbus das Spiel hat uns sehr geholfen. Wir sind keine Spitzenmannschaft der zweiten Liga, sondern wir müssen uns alles sehr, sehr hart erarbeiten und deswegen denke ich, darf man auch in Kaiserslautern oder in Köln mal verlieren, weil das sind Aufstiegskandidaten, die haben ganz andere Ambitionen als wir, aber ich hätte mir schon gewünscht, beispielsweise in Köln, dass wir ein anderes Gesicht zeigen, dass wir schon, ich sag mal, stärker Gegenwehr bieten und dass das geht, haben wir heute gesehen. Letzte Frage zu Hertha. Ja, Sie waren jahrelang hier. Es ist auch so, dass Hertha gut gestartet ist. Heute habt ihr 3-1 vom Feld gejagt. Ist ein Absteiger, ne? Nein, nein, nein. Also ich möchte auf keinen Fall Hertha BSC wieder in der zweiten Liga haben. Dann müssten sie wieder gegen uns spielen. Und das möchte ich eigentlich nicht. Sie wissen ja auch sehr gut, dass ich nicht nur hier gearbeitet habe, sondern als Berliner auch ein sehr, sehr großes Herz für den Verein habe. Und deswegen sollen die mal ganz geschickt in der ersten Liga bleiben. Und ich denke, mit ihrer Top-Mannschaft, die ja heute nicht auf dem Platz stand, sind sie auch in der Lage dazu. Danke, Falco. Das tröstet doch. Ich wiederhole, Hertha ist also auch in der Lage, anderes, besseres zu leisten. Obwohl bei 0:0 bei Halbzeit Trainer Jos Luhukay war mit dem Gezeigten überhaupt nicht zufrieden. Er hatte ordentlich zu tun in der Pause, wechselte natürlich auch aus und mit Hosogai, da wurde das Spiel sogar ein bisschen besser. Aber am Ende hieß es eben 1:3. Das heißt, Aue besiegt als Zweitbundesligist den Erstbundesligisten Hertha BSC.